Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kollegen. Dies ist ein sensibles Thema, welches mir aufgrund meiner persönlichen Lebensgeschichte sehr am Herzen liegt. Das Thema ist durch den tragischen Tod Mahsa Aminis geprägt, die als Symbol dessen gilt, was die europäische Geschichte in ihrem Kern mit sich trägt. Die Zeit der Aufklärung, des Fortschritts, der Freiheit und des zivilisierten und humanistischen Weltbildes, das unser Denken und Handeln bestimmt. Leider herrscht dieser Geist nicht auf jedem Flecken dieser Erde. Und wir müssen immer wieder beobachten, wie in islamisch geprägten Ländern, die patriarchalisch und autoritär geführt werden, Frauen, Minderheiten, Andersdenkende und freiheitsliebende Menschen verfolgt, unterdrückt und drangsaliert werden. Dies ist ein Zustand, den meine Partei und ich niemals akzeptieren, niemals kleinreden und niemals relativieren werden. Nicht ohne Grund finden genau jene Menschen immer mehr zu uns, weil sie erkennen, dass wir die einzige Partei sind, die diesen Zustand mit allen Mitteln in unserem eigenen Land bekämpft und aufs Schärfste kritisiert und verurteilt. Und genau da kommen wir zum Punkt. Unsere Fraktion bedauert aufs Tiefste den Tod der jungen Mahsa Amini und unzähligen weiteren Menschen, die aufgrund ihrer Religion, Sexualität und politischen Haltung in den Ländern, die ein mittelalterliches Menschenbild und Rechtswesen praktizieren, ihr unschuldiges Leben lassen mussten. Aber wir als AfD-Fraktion verstehen uns in erster Linie als Vertreter der niedersächsischen Bevölkerung, dessen Anliegen und Sorgen bei uns an oberster Stelle stehen. Ihre Politik spricht leider das Gegenteil. Wir sind die Ersten, die seit Jahren die zunehmende Kriminalität aufs Schärfste kritisieren und anprangern und die damit einhergehende Bedrohung und Gefahr für junge Frauen, die immer mehr sexueller Gewalt, Übergriffen und Belästigungen ausgesetzt sind, die im direkten Zusammenhang mit der unkontrollierten Einwanderung junger Männer aus eben jenen Ländern stehen, die ein rückwärtsgewandtes und patriarchalisches Frauenbild prägen. Wo war da Ihr Aufschrei? Wo war Ihr Aufschrei, als in den letzten Jahren sämtliche Grundrechte mit Füßen getreten wurden, Bürger nicht mehr von ihrer Versammlungsfreiheit Gebrauch machen durften und freiheitsliebende sowie kritisch denkende Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, ausgegrenzt wurden, weil sie lediglich ihr Recht wahrgenommen haben, über ihren Körper selbst bestimmen zu dürfen? Bleiben Sie ruhig, ganz ruhig. Genau deshalb ist es an Heuchelei nicht zu übertreffen, wenn ausgerechnet Sie mit Scheinanträgen sich zur moralischen Instanz für Freiheit und Frauenrechte aufführen. Die Scheinheiligkeit, jetzt zuhören, des Ganzen wird am Ende noch dadurch unterstrichen, dass Sie es in Ihrem Antrag nicht einmal... Herr Abgeordneter Najafi, wir sind hier in der Debatte. Wir beraten einen Antrag aus drei demokratischen Fraktionen. Dazu nehmen Sie Stellung. Aber es steht Ihnen nicht zu, den Kollegen, Kolleginnen, Abgeordneten aufzufordern, zuzuhören. Sie hören zu, Sie sind hier im Saal. Das ist eine Grundvoraussetzung der Kommunikation. Und ich bitte Sie in diesem Kontext auch wirklich zu dem Antrag zu sprechen und hier nicht weitergehende Ausführungen zu machen und Parteipolitik zu betreiben. In Ordnung. Die Scheinheiligkeit des Ganzen wird am Ende noch da. Halt. Nein, das ist halt Scheinheiligkeit. Ja. Also achten Sie jetzt einfach auf Ihre Worte. Sollte der Kontext dem entsprechen, weshalb ich reagiert habe, erteile ich Ihnen dann einen Ordnungsruf. Ich warte jetzt gerne einmal ab. Ja, wird am Ende noch dadurch unterstrichen, dass Sie es in Ihrem Antrag nicht einmal hinbekommen haben, den Leitspruch auf Persisch zu zitieren und es mit der kurdischen Sprache verwechselt haben. Es heißt nämlich korrekterweise San Zendegi Azadi und nicht Jinjian Azadi. Des Weiteren hat die CDU letzten Monat einen nahezu identischen Antrag im Bundestag zur Abstimmung gestellt und er wurde abgelehnt von der SPD und von den Grünen. So sehr kann es Ihnen dann ja auch nicht um die Inhalte gehen.
Meine Fraktion wird sich an dieser Symbolpolitik nicht beteiligen und sich deshalb hierzu enthalten. Wir werden weiter mit Herz und Verstand Politik für die Bürger machen. Eine Politik der Aufrichtigkeit. Von Zeichen kann man sich nichts kaufen, von Signal auch nicht. Signale und Zeichen können Sie an die Wand malen. Ja, Sie befördern uns ja eh zurück in die Steinzeit. Vielen Dank. Wir werden weiter mit Herz und Verstand Politik für die Bürger machen, eine Politik der Aufrichtigkeit und Substanz. Einen letzten Satz möchte ich noch an das Volk richten. Lassen Sie sich... So, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Sie haben die Uhr direkt vor sich. Ihre Rede ist damit beendet und ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Und wir sprechen hier in dem Parlament miteinander. Sie können die Bürger, Bürgerinnen draußen gerne ansprechen über Ihren Redebeitrag, aber Sie leisten hier keine Appelle an das Volk.